Was geht ab, ihr kleinen Städtchen? Willkommen zu einer Partie Risiko. Mit dabei alle außer Jonathan, weil der guckt sich lieber die Polarlichter an. 2-1, Risiko. Genau, Peter halt leider wie die Hölle auf der Erden. Hier, da ist Jay. Mal zwei. Hier, da. Ich fehle mich von meinen Einheiten. Ja. Ist auch wichtig, dass man mich mehrfach hört dann im Zweifel. Genau, und wir haben ein paar, wir spielen ja Schnellspielvariante, damit das Spiel jetzt, damit das Video auch keine 6 Stunden wird. Ja, und zwar gibt es keinen Auftrag, sondern, also doch, jeder hat einen, aber der bedeutet 20 Länder seiner Wahl zu erobern, beziehungsweise zu halten, Entschuldigung. Und hier in diesem Stapel kommt irgendwann eine Waffenstillstandskarte und wenn die gespielt wird, dann ist auch pauschal das Spiel in der Sekunde vorbei. Wer dann die meisten Länder hält, gewinnt. Bei Gleichstand werden zwischen den beiden geguckt, wer mehr Einheiten hat. Und ist auch das gleich, dann gibt es halt 2 Sieger, dann klatscht die Rakete keinen, weil dann geht es ja weiter nach unten durch. So. Also für die Leute, die Risiko gar nicht kennen, ja, ihr seht die Weltkarte, wir halten gerade Einheiten. Überall, wo ihr grüne Einheiten seht, sind meine Länder und blau Sepp und so weiter und so fort. Und mit den Einheiten können wir gleich andere Länder angreifen und die übernehmen. Dafür bekommen wir neue Einheiten. Christian fängt an. Wer als erstes 20 Länder hat, gewinnt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kurze Zwischenfrage noch, die Risikokarten, ich kann nur eine maximal pro Zug ziehen oder für jedes eroberte Land? Nee, eine pro Zug. Wenn ein Land, aber auch nur, wenn du ein Land eroberst. Ja, genau. Ja, kann ja sein, dass in der Schnellspielvariante du einfach mehr ziehst. Nee. Okay. Nee, maximal eine pro Zug. Okay, genau, pro Anfang, also pro Versorgungsphase gibt es 3 Einheiten plus Bonus gibt es hier oben für eroberte Anzahl von Ländern, für gehaltene Länder, Entschuldigung. Zwischen 12 und 14 und hier unten nochmal, wenn man Karten ausspielt, kann man auch nochmal dementsprechend was erhöhen. Ansonsten gibt es die Standardrisikoregeln. Ja, wer unbedingt jetzt die Risikoregeln sich angucken möchte, kann da draufklicken oder sich den abtippen oder kann er sich die komplett durchlesen. Nochmal im Detail. Ja. So, ja, Herr Stachlaus, Sie dürfen anfangen. Hast du gerade eingeblendet? Ja, rechts eingeblendet. Ist doch, du siehst doch rechts quasi die Regeln von Hasbro.de. Rechts sind doch so. Quasi. Ja, stimmt da auch. Ja. So, was darf ich jetzt machen? Ich kriege jetzt erstmal Einheiten. 3. Ja, toll. Ja, hey. 3 neue Armeen. Denkt im Gaul. 30.000 Leute, die bereit sind für mich. Wir müssen Europa halten, Christian. Nix ja, da. Ich schick die in den Atlantik. Nein. Mein Tod. Wo tue ich denn hin? Ich bin ja. Europa, hier Island. Ich bin ja Global Player, muss man sagen. Ja, ich bin sowohl in Nordamerika, Südamerika, Asien, Australien, Afrika. Ich habe ja überall meine Fingerchen drin stecken. Asien auch. Ey. Wo stecke ich denn meinen kleinen Finger richtig tief rein? Hier Island. Nix Island. Jay, du musst Jay unterstützen. Island. Ich glaube, Guinea braucht mehr. Oh Gott, nein. Ja, das klingt doch vernünftig. Okay, ich hol mir schon mal den Würfel. 3. Es gibt nur ein Land, was er angreift, oder einen Gegner, den er angreifen kann gerade. Muss man Sachen angreifen? Nö. Du willst schon Sachen musst du angreifen. Nicht. Ja, hier, fangen wir an mit 3 Einheiten von Neuguinea nach Ostaustralien. So was musste man immer ansagen, oder? Da gab früher mal Schreiereien drüber. Er muss halt eindeutig sein, von wo nach wo du text. Ja, von da nach da klappt jetzt halt nicht mit dem Finger, ne? Warte, so jetzt muss man die 3 würfeln. Angreifer musste man zuerst würfeln oder so war das, ja. Ne? Oder Verteidiger? Nee, Angreifer. Auch wenn das eigentlich keine Rolle spielt. Psychisch schon. Ja doch, dann das kannst du... Das hab ich nämlich hier... Oh, 4, das schaff ich! 4, Junge. Oh, nein! Ach, scheiße. Das wär nix. Scheiße, wo sind denn deine Würfel? Da oben. Bei mir. Da oben. Oh, lol. Er hat ja nur einen Würfel, hat ja nur einen Tümi drin, logischerweise. Ja. Aber das heißt logischerweise, in manchen Ländern jetzt startet man mit 2 rüber, Einheiten. Ne? Ja. Und jetzt hast du sie rübergezogen, genau. Ja, dann machen wir noch von Ostaustralien mit 2 Leuten Westaustralien. Sehr das kann gut. Ich nur jetzt nicht gut heißen. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, komm, ich hab 4 und 3 gewürfelt, also das wird ja wohl. Jetzt nicht der Würfelkönig, vielleicht doch. 6. Oh, eine 6, Bram. Wow. Eine 4. Tja, das war schon mal nix. Das Scheiß auf Australien, das zackt doch richtig hart. Das ist wie im echt scheiß Kontinent. Du könntest jetzt noch das One-on-One machen. Ich könnte noch das One-on-One machen. Von Westaustralien nach Indonesien. Wo ist denn der? Ich bin Sepp. Da wieder. Ach, da Sepp. Ja, komm, machen wir mal eins. Spannend, sehr gut. Ich muss halten. Warum? Ja, sonst hast du halt ganz Pippi Australien. Muss. Oh, Christian ist der Killer, ey. Wow. Nur eine 5. Ja, traurig.
So, können wir uns darauf einigen, irgendwo hier im Atlantik zu würfeln? Ja, bin ich auch für. Dann sieht man das gut. Ja, dann sieht man das gut. Hier? Okay. Also zumindest dann in der groben Richtung irgendwo, ja. Aber ja, nicht so, dass ich die ganze Zeit über die Karte fliegen muss, nur die Würfelergebnisse zu sehen. Das ja, richtig, müsste man auch immer mitzählen, wie viele Länder man denn erobert hat, ne? Ja, dann musst du natürlich selber sagen, so, ja, oh, ich habe jetzt 20, ja, ich werde jetzt nicht mich drauf achten. Ich habe 3 Länder erobert, das heißt, ich hatte am Anfang, hatte ich 10. Hattest du das gesagt, ne? Also 3 Leute hatten irgendwie, nee, 2 Leute hatten 10, 2 Leute haben 11, weil die letzter sind. Heißt, ich hätte jetzt 13, dann darf ich eine so eine Karte ziehen, ne? Genau. Das ist eine so eine Karte ziehen, ne? Wenn die Runde beendest halt, ja. Ja, ich kann ja nichts mehr machen. Klar, Mann, du hast noch bestimmt klar, irgendwelche Länder mit 2. Klar, und Irkutsk und... Ah ja, stimmt. Und dann warte. Boah, das haben wir stressig. Guck mal, in Asien, in Ostasien, haben alle 2 Armeen. Bis auf Japan und China. Gerade China, weil es hat nur einen. Naja, da wurden nicht viele Leute deswegen. Ja, nee, ich bin trotzdem fertig. Also man möchte mal kurz aufwachen, dass Peter tatsächlich komplett Europa fast gekriegt hat mit seinen Scheißkarten, ne? Ja. Die wurden also verteilt, aber. 3 Einheiten darf ich mir jetzt hier snacken, habe ich das richtig verstanden, ja? Mhm. Ihr müsst hart verteidigen. Boah, wo teile ich die denn gut auf, ey? Fällt mir gerade mal so auf. Also, ich tu einen. Das sind 5. Nee. Also, oh, Peter, nicht 5. Ja. Oder 10. Ich bin bescheißen, der Boy hier, ey. Los hier. Das Skandinavien. Weißt du, Peter hört sich jetzt die ganze Zeit an wie mein Gewissen oder wie Gott. Christian, schenke Peter deine Karten. Packen wir einen. Ich hab doch nur eine. Mit Nordeuropa kann ich nicht in Island angreifen. Sehe ich das richtig? Das ist so richtig. Ich kann nur von Skandinavien aus Island angreifen. Ja. Ja, das geht ja gar nicht. Dann packe ich einfach. Großbritannien. Großbritannien noch, wa? Ja, oder Großbritannien, habe ich aber auch nicht. Christian, natürlich das Land einfach so hergegeben hast, das verstehe ich nicht. Das ist auch skandalös. Hergeben, schmergeben, sage ich immer. Okay, ich packe einfach alle 3 Sachen hier in Skandinavien rein. Und dann greife ich logischerweise mit 3, ist jetzt ja egal. Ich kann ja nur von Skandinavien angreifen, von 3 greife ich Island an. Wo sind hier meine Angriffswürfel da? Eine Nummer. Mal die hier weg. Ja, ich brauche nur einen, Peter. Ja, warte mal. Roll. Geh mal weg. Es ist eine Triple 4er Weltkrieg, ist Junge. Früher Weltkrieg? Haben wir das noch so gemacht. Ganz früher gab es doch Weltkrieg. Da wurde geil. Jetzt in dem Fall würden 4 Karten gezogen werden. Also haben wir das früher mal gespielt, ja. Und die 4 Karten, die da draufstehen, da würden alle Einheiten drin vernichtet werden. Und da wird anschließend neu um dieses Land gewählt werden. Aber das ist halt auch so eine Regel, die das Spiel unfassbar in die Länge zieht, natürlich. Was passiert denn mit den leeren Ländern? Die werden neu ausgewürfelt einfach. Und da wird dann eine Einheit reingestellt. Genau. Und wenn du dann im Late Game bist, eine riesen Armee überall hast. Und auf einmal ist sie weg. Auf einmal ist alles weg. Jawohl, gecrushed haben wir Island. Jay konnte nichts verteidigen. So. Jetzt greife ich mit 3 Einheiten natürlich noch Großbritannien an. Das ist ja wohl dir klar. Ja, das scheint mir klar zu sein. Kann man Split-Krieg machen? Okay, wieder also, eine 4. Dass er aus 2 Ländern angreift? Kannst du mit... Ach, scheiße. Jetzt muss ich mir aussuchen, welche... Boah, geil. Großbritannien war das allererste Mal. Hallo, Peter. Kannst du mit 2 angreifen? Warum? Weil also du da einen da drin lassen musst. Nee, der hat doch Westeuropa auch. Ja, darfst Westeuropa und Nordeuropa. Ja, klar geht mit Split-Krieg. Warum nicht? Ja, okay. Weiß nicht, weil die Schnellvariante einige Regeln geändert hat. Aber wenn die das nicht ändert, dann ist ja cool. So, ich greife weiterhin mit 3 an, natürlich. Ist ja wohl dir klar. Ram, du musst jetzt einfach nur noch ein paar 6 würfeln. So wie Dalu. Alter, Dalu. Ich hab aber auch ein Pech. Du machst das. Ja, voll das Pech, Peter. Reicht. Ja, doch. Jawohl, das reicht. Okay, wisst ihr, Ram, deswegen brauchte ich Europa nicht. Weil ich wusste, lächerlich, als wenn ich das noch 2-mal halte, ey. Hier bremst ja, du zweimal. Real. Ich kann nur noch einmal angreifen, wenn ich. Ne, ich kann noch 2-mal angreifen. Okay, jetzt greife ich aber nur noch mit 2 Würfeln an, logischerweise. Ja. Oh, das ist aber Pech. Let's go. Alter. Oh! Bram! Jawohl. Ja. Bei 2 Einsen brauchst du gar nicht mehr würfeln, Bram. Alter. Okay, dann natürlich noch mit einem. Ja, nimm den einer Würfel, das ist gut. Oh, ja. Bram hat gewonnen! Nice! Jetzt sei denn, du würfelst jetzt Kipp oder so. Ja, das Spiel ist gelaufen. Ich geh mal kacken. Gott sei Dank, heute nicht schon Europa nach der ersten Runde. Ey. Das wäre aber auch eine Sache gewesen, Peter, unverdient. Ja, muss ja sagen, die Engländer und Schotten und Iren, die haben schon, das sind schon harte Haudegen. Geil. Möchtest du noch was verschieben?
Alles klar, da ist Sepp dran. Ah, Mann, ey, ich hab echt nicht so... Kann irgendeiner hier mal in Europa einfallen, da oben, zum Beispiel über Grönland? Du bist doch in Europa, Alter, du bist doch die... Du bist ja, als wenn ich jetzt mein komplettes Spiel darauf alleine ausrichte, hier Europa zu halten. Oder nicht? Wieso denn nicht? Genau, ja. Während du die Australien geholt hast, ne? So. Man muss ja auch mal ein bisschen an sich selber denken, ja. Wer auch immer sich jetzt in den ewigen Krieg mit mir begibt, kann halt das Spiel nicht gewinnen. Komm, ich geh mal hier. Südamerika, das Land der goldenen Hoffnung. Und ich greife mit 3 Peru an. Du bist auch gegen mich. Ich habe es jetzt doch keinmal verloren beim Würfeln, wa? Ja. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Jetzt hast du da mal gejinxt, Bram, ey. Jawohl. Wow. 3. Oh, ja, Gott, ey, wie schlecht das gewürfelt war. Hättest du das nicht vorher machen können, ey? Oh Mann, Halleluja. Das ist natürlich jetzt schwierig, ne, der Weg. Und gewesen. Ich beende meinen Zug. Ach, krass. Das ist sick. Warten, so, machen wir hier 1. Willst du nicht mal langsam in Europa einfallen? Ja, komm, als wenn ich jetzt der Einzige bin, ja, ich meine, Sepp spielt da oben nicht mit, du nicht, leck mir doch alle am Arsch. So eine simple Geschichte hier, ja. Nicht mal verteidigen, Tudor, ey. Doch, ich hab meinen Job gemacht. Diamantminen in Zentralafrika. Ich hab meinen Job getan. So, Zentralafrika, greif jetzt hier mal Südafrika an, ja. Ich gehe jetzt immer da, wo kein Wasser ist. Seppio, ey. Moment, ich kann auch kein Wasser ist. Ja. What the fuck? So, aber mit einer 4. Das ist doch ganz viel Wasser. Das sind die ganzen Wasser. Ah, Bram, dann mach mal einen weg, ey, wenn du nicht nach Europa gehst. Ja, normal. Komm schon. Hast du da 2 in dem Land drin? Eine 4. Ja. Mal bitte. Jawohl. Nicht eine 2 würfeln. Ah, geh mal weg da. Hey. Das könnte in die Hose gehen, dieses Spielchen. Ja, die Toten werden abtransportiert nach Afghanistan ab sofort. Na komm, wir probieren noch mal Madagaskar hier mit 2. Oh nein, jetzt werde ich verteidigen, mein Freund. Jetzt wirst du meine Rache spüren. Du wirst es spüren in deinem Arschloch, Junge. Was würfelst du? Die Pinguine von Madagaskar. Fuck you. Komm schon, 6. Ich komm schon. 1. Wow. Wird einfach aufgegeben. So, da. Das ist bitter. Ja, Peter hat auch Europa. Bitter, ich glaube, sein Ursprungsort ist Westeuropa. Stellen wir nochmal ganz kurz hier um. Genauer gesagt, Frankreich. Zieh mal Kärtchen und hoff der nächste. Ah, ich bin dran. Habe ich hier jetzt 13 Länder hatte ich, ne? Das heißt, ich kriege eine Einheit. Ne, 3 kriegt man Standard, ne? Ja. 3 kriegt Standard, ja. Also immer. 1. Wow, wieso fallen die denn da hin? 2. 3. Warte mal, 10, 11, 12, 13. Das heißt, ich kriege noch eine dazu. Von da oben. Und 2 aus Australien, ne? Boah, jetzt geht's ab, ey. Da kommt drauf an. Fünf Stück ist schon krass. Mal dahin. Australien zu kriegen am Anfang ist immer wichtig. Wenn man da schon einen guten Start hat, dann hilft das ganze Spiel. Und sonst muss ich sagen, bin ich ja großer Amerika-Fan. Wie machen wir das denn? Ja, hier, Alberta, gehen alle rein. Ja, geile, jetzt bin ich gespannt. Ach, so, dann zieh die gelbe Front von Alberta in die Weststaaten. No. Mit 3 Lötchen. Christian. Alter, ja, Atlantik! Ich hab vorher losgelassen, aber der hat wieder zurückgezogen, eine 6. Ja, aber da ist nicht der Atlantik, da ist der Atlantik. Ja. So. Oh, hoppla. Die Weststaaten. Die immer fallen. Ist doch gut. Vielleicht hast du ein schwaches Ärmchen. Der Typ aus Scary Movie. So, viel zu krasse, schwere Armeen. Das sind meine starken Finger, meinst du? Meine starke Hand. Die Last des Krieges ja, lastet auf dir. Nehmen wir noch hier Weststaaten 2 nach Mittelamerika. Boah, das finde ich aber nicht cool. Ach, du bist das.
Bin ich. Das ist hartes Game jetzt. Nein. Das reicht nicht. Überall verkackt der Junge, außer bei mir natürlich. Nee, ich habe aber mein Glück da aufgebraucht. Ja, das kann natürlich auch sein. Okay, wir müssen jetzt beide hier hin. Guck mal, das heißt, es kostet dich eine Runde. Das heißt, ich habe die Instant auf das ganze Spiel gesehen. 5 Einheiten habe ich dir schon gekostet. Mit der das ist schon bitter für mich. Noch zusätzlich. Zu den 3 oder 4, die du noch verballert hast. Ja. Beamst dann aber fertig. Du bist schon weh. Die in die West starten und nehmen so ein Kärtchen. Und wir haben keinen Waffenstillstand. Okay, dann kriege ich 3 Einheiten, wa? Weil ich habe nur, keine Ahnung, 10 ja. Länder und sonst nix. Deswegen 3 Einheiten. Alle nach Island. Ja, liebe Zuschauer, merkt ihr, wie oft ich angegriffen werde? Das ist schon krass. Hier. Was glaubst du denn, Amerika, was jetzt hier passiert, Alter? Da unten. Ich habe schon 4 Länder verloren. Es merkt schon diese unheilige Allianz 5. gegen mich, die es hier gibt. Ja, ich einen anderen Allianz, der Kreuzzug gegen Bram. Ja. Yes! Oh, der gibt aber auch einfach auf, ey, Mann. Ich hab aber wohl lange gehalten, wie gesagt zu euch. Großbritannien hat als in den Jahren zuvor großartig verteidigt. So, jetzt wird ein bisschen. Weißt du, ich könnte noch was machen, aber das wäre wahrscheinlich. Ja, mach mal blöd. Noch was. Hier, Grönland. Mach mal noch was. Okay, mach mal was. Ich könnte noch theoretisch den Mittleren Osten angreifen, aus Südeuropa und Russland aus. Könnte man noch machen. Hast du den Auftrag? Und Afghanistan. Ich könnte sogar mit 3. Nee, aber das ist tatsächlich selber, Peter. Eine gute Position, um. Also Bram könnte mich von da halt richtig nerven, so. Weißt du, was ich meine? Und die halt auch zu halten, um Europa zu halten, ist halt nicht doof. Deswegen werde ich jetzt nochmal. Boah, ich könnte jetzt gierig werden, wie die Zwerge bei How I Met Your Mother, Herr der Ringe. Mittlerosten greife ich an mit 3. Mit 3. Guten Zwerge bei How I Met Your Mother. Jawohl, direkt die 6 gewürfelt, Junge. Ja, voll weg die Sau. Oh, shit, ey. Okay, ich ziehe jetzt erstmal die 3 nach, aber ich beende jetzt tatsächlich meinen Zug. Das heißt, ich kann ja jetzt eh alles verteilen, wie ich will, hatten wir gesagt. Ja. Das heißt, es kommt nach Russland kommen noch 2. Nach Island kommt noch einer. Und der aus Großbritannien kommt dahin. Bin ich jetzt zufrieden mit dem, was ich hier angebaut habe? Ich komme mal noch mal kurz nachgucken. Nein, Peter. Nicht so? Ich ziehe noch da einen hin von Russland. Ah, das okay, ist schon gut, dann ziehe ich jetzt eine Karte. Zieh mir ein Kärtchen. Und der nächste ist dran. Ja, dann haben wir wieder. Was ist das denn jetzt hier? Oh, so. Europa. Deutschland gehört mir. Das sieht schlecht aus, das gebe ich zu. Das ist nicht hallo gut. Peter. Hallo Christian. Okay. Etwas geklärt. Mein nordamerikanischer Freund. In welcher? Nicht mal in den alternativen Welten von Man in the High Castle seid ihr Freunde. Ja, also. Hallo, da jetzt aktuell niemand hat vor, in Frankreich einzufallen. Meine Ideologie wird mittlerweile in Amerika immer und immer mehr angenommen. Rassismus? Ja, oder richtig. Judenhass? Alles. Beides. Alles. Hey, deutscher Europa-Diktator, jetzt würfel mal. Hä, ja, greifst du mich an, oder was? Ja, immer hier. Noch. Da, wo ist da nicht auch irgendwo das VW-Werk, ja, ja. Wo Hitler war? Ja, ja. Oh, Argentinien ist jetzt, vor allem sehr Bram, groß. War nicht absichtlich. Also Chile gibt es gar nicht auf der Map. Nee, das ist einfach alles Argentinien. Benutzt einfach Rechtsklick. Ich greif wieder mit 2 Stück an. Dafür ist Russland ein bisschen zu klein, oder? Mal aufhören, Peter. Warum greifst du eigentlich nicht mit 3 an? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Double 4. Oh, 4 Pasch. 5 ist gelegt. Scheiße, ja, schade. Dankeschön. Weil ich dann nur, dann habe ich in der Sackgasse 2 Leute stehen. Dann kannst du noch umstellen. Ja, kannst du danach noch alles umstellen, wie du willst. Ja, aber ich wollte eigentlich dann noch weiter hier einfallen, aber das kann ich jetzt nicht mehr so richtig. Na ja, klar, kannst Tour und Tour machen, Junge. Gegen Venezuela. Brasilien, voll die, Venezuela. Voll die gute Idee. Ja, weiß ich. Das ist meine. Hör auf mich. Ich bin Hitler. Den Satz müssen wir auf jeden Fall aus dem Kontext ziehen. Also, was Peter so. Ja, genau. Also, achso. Ne. Wir machen auch Politik. Ja, genau. Vize, wir machen auch Politik. Hör auf mich. Ich bin Hitler. Hey, Bram. Judy, haben wir 3. Ja, guck mal, was du hier ablässt. Judy. Wow. Ja,
Und guter, klar, dass du das nicht gut findest, was er sagt. So. Aber die sind fast unsichtbar, Braum, die sieht man gar nicht. Sonst ja, ich weiß, das ist der Vorteil. Ja, das ist, braun auf braun hier. Na, das ist rot, oder? Ja, du hast rot. Und Afrika ist auch rot. Ein dunkles Rot. Ich würfel schon mal. Egal, ich, ja genau, ich greife auf jeden Fall Ostafrika mit drei. Guck mal her, geil. Und roll. Oh, eine 5. Ah, Mann, wieso hatten wir noch eine 5? Das war aber auch eine 5. Bam. Geh ihm auf die Eier. Meine Blasrohre. Eine 4. Boom. Erstmal weggeballert. Alter, Junge. Mit nichts gekleidet außer einem Blasrohr. Jetzt ist maximal noch eine Zweier-Angriffskraft da. Aber das muss ich trotzdem probieren. Wir müssen aber da erobern. Gib kein Zurück. Eine Doppel-6, Junge. Unmöglich zu halten. Oder oh, scheiße. Geil. Hier, geh mal weg da. Ey, nicht im Mittleren Osten einfallen. Hier, ja, Verwundeter. Ich nehme keine Flüchtlinge auf. Ja, ist mein Zug durch. Hast du eine Karte gezogen? Hast du schon ein Kärtchen genommen? Ja, sehr vernünftig. Jetzt ist Christian dran. Ich 3 Einheiten. Hey, wieso hält ihr die immer noch fest, obwohl ich loslasse? Du musst die linke Maustaste loslassen. Ah. Das ist ein Trick. Den Knopf drücken, nicht reiben. dann hier eine, ne, aus Einheiten für Gebiete. Hat der so viele Länder? Ja. Ja, ist unglaublich. Ich hab nicht Christian mal mehr 10, glaube ich. Ultra stark dabei. Der 13, Alter. Der braucht nur noch 7. Der ist sogar 14. Echt? Hab ich eben Land verloren? 1, 2, 3, 4. 14 hast du, zähle ich. Ja, okay. Und dann noch 2 ja, gar nicht. Aus den Warum kannst du dem da mal in Australien auf den Sack gehen? Wer, wenn das selber machst, du Fotze. Du bist der Einzige, der in Australien reingehen kann. Ja. Außer ich soll dich töten. Ja, dann lauf daran vorbei. Okay. Lauf daran vorbei. Ja. Try it. Okay. Da ist klar. Holy moly. Ich mag die Amis. Holy moly. Okay, ich mach mal einen Würfel raus. Aber versuchen wir erstmal Nordwestterritorium, 3 Leute nach Grönland. Weil ich mag kalt. Wo sind die Würfel? Da. Den dritten habe ich nicht gesehen. Oh, bitte. Eskimos, wer schafft das? Oh, 6. Boom! Oh, 6. Eskimo Power. Alter, der Eispanzer schützt. Yeah. Hab mich einfach im Iglo versteckt, hat er mich nicht gesehen. Da siehst du, der hat dich schon wieder nicht losgelassen. Der hat dich schon wieder nicht losgelassen. Ja, bei mir auch. Losgelassen. Bei mir auch. Eine 4. Setz einen Würfelkopf. Ich kann nicht würfeln. Ja, da steht schon wieder einer. Nimm mal eine starke Hand. Pingert. Ja, ist der Pingert des Pillar und zwar richtig krass. Ja, ich lade ja noch GTA runter. Achso. Die Welt steht im Zeichen von Tod. Boah, Premium-Internet hier in Berlin, muss ich sagen. Jetzt einer zu viel, den du rübergenommen hast, außer du hörst direkt auf. Warum? Wenn du mit 3 angegriffen hast. Wer kannst du den anderen mitnehmen? Nee. Wenn er aufhört zu ziehen, dann nicht mehr. Aufhört zu angreifen, nur dann. Aber wenn er weiter angreifen will, dann nicht. Ah! Ach, du da, dann hast du das aber vorhin kurz falsch gesagt, weil. Also darfst maximal 3 verschieben, wie du willst. Ziehen. Ja, mit maximal 3 angreifen, hab ich doch gesagt. Ja, genau. Mit 3 angreifen und mitnehmen nur. Ja, klar, ja, weil du kannst ja nur die Leute mitnehmen, mit denen du angreifst. Am Ende darfst du aber so viele, wie du willst. Ja. Am Ende, aber das beendet ja deine. Am Ende werden die Toten gezählt. Gut. Genau. Okay. Ja. Ach komm, Grönland, versuchen wir mal 2 nach Ontario. Ja, Ostkanada ist einfach zu krass besetzt. Ich seh das. Christian muss mich einfach auch töten, ey. Das gibt's doch gar nicht. Was ihr für scheiß Aufträge habt, das gibt's nicht. Oh, das ist eine 6 und eine 5. Komm, ey, 6 schmeckt's. Und eine 1, da ist Ontario auch gefickt. Das ist schon krass. Ja, aber ich lass euch mal dann hier Amerika gegen Europa kämpfen. Die Beam's fertig. Dann muss ich mal verschieben. Boah. So.
mal da. Und ich glaube, das war's. Da darf ich noch Kärtchen nehmen, ne? Also, du hast schon 16 Länder. Ja. Um Gottes Willen, das geht das ja gar nicht. Gleich klar. 7 Stück kriegt er als Verstärkung. Gleich. Kein Wunder, dass das als die schnelle Variante gilt. Mal gucken, ob wir uns darauf hinweisen, wie viel Peter jetzt alleine kriegt. Ist wie viele Länder? Ich krieg gar keine Länder. Ja, aber du kriegst Peter ist auch stark dabei. Also, Bram und ich sind echt fett am Arsch. Okay, ich krieg, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett verzähle, 8 Einheiten. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht erzählt. Ich habe keine, hab keine 12 Länder, deswegen 3 plus 10, 5 ne? sind 8. Du auch 11. Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? Da kommt einer hin. 7, 6, 5. 4, 3, 2. Sorry. Der macht Operation menschlicher Schild. Das sind 5 hier, ne? Der mittlere? Ja, ja. Der mittlere sind 5. Okay. So, wo rennst du jetzt hin? Greif jetzt einmal mit 3 Nordamerika an. Was meinst du das denn? Right? Also Grönland meinst du? Nordafrika, sorry. Ah. 50.000 Kilometer leider 50.000 Kilometer daneben, aber ist okay. Aber bei GeoGuessr bist du ja auch so ein Spezialist, ne? 6. Hey, ich habe GeoGuessr schon mal gewonnen, ne? Ach. Ja, bei McDonald's oder so. Schon mal gewonnen. McDonald's. Ja, 5. Jawoll. Guck mal, Christian schon mal einen weniger. Ja, das finde ich schon mal gut. Dann greife ich noch hier mit 3 natürlich Grönland an. Nein. Dann noch einen abziehen. Guck mal, ich bin der Einzige, der was für ein Team macht. Ja, du kannst es ja auch, Peter. Peter stärkt nur seine Außengrenzen. 5. Und eine 3. Ja. Das ist scheiße. Du gewinnst beides. Oh, nice, Christian. Nimm einfach die 2 Einheiten da raus. Oder, ja, das versuche ich gerade. Lass pretenden, dass dann 5 nur noch 3 sind. Genau. Ja, mal einfach weiter. Lass pretenden. Hier, der 5er sind nur 3. Okay, ich pretende. Machen wir das Ganze nochmal. Mit 3. Alter, 5 und 1, stark auch von mir. Das ist schwach. 4 und 1. Oh. Okay, das geht, heißt, noch einer ist weg. Und einer von mir muss weg, ne? Ja, genau. Das heißt, ich habe da jetzt noch 4 Einheiten drinstehen genau. Und du noch eine. Greife ich nochmal mit 3 an? Einmal kannst du mit 3. Jawohl, das wirst du doch jetzt wohl nicht machen, oder? Solo. Okay. Dann bin ich jetzt quasi durch mit dem. Das mach ich fertig. Das ist doch kacke. Ja, hat er da 3 an den Landesgrenzen überall. Tja, Christian, war kurzfristig gespielt, dass du in Island nicht verteidigt hast. Bram, ey, du Labersack. Verdammt, ich hätte jetzt nicht lachen sollen. Guck du mal, dass du den Pseudo-Hitler da nicht auch noch in Afrika einfallen. Ey, was heißt denn hier Pseudo? Ich bin full on Hitler, Junge. Alles klar. Guck mal, wie da ich hier an Afrika-Korps. An allen Fronten kämpfe ich. Ja, richtig, so sieht nämlich aus. Ich werde mich übernehmen mit meinen ganzen Fronten und dann einfach mich selber erschießen, weil ich ein feiges Stück bin. Hast du Karte gezogen? Nee, ich bin noch am überlegen, wie ich hier weiter verschiebe. Ich dachte, du greifst noch an. Aber das Wichtigste ist die Schützung. Du musst jetzt auch die Harakiri-Moves machen, Peter. Russland nach Ural. Deutschen Kultur. Ja, warte. Nee, ich ziehe jetzt eine Karte. Ach so. Oh, man. Ich habe aber auch Glück mit den Karten. Na, hast du nur 2er bis jetzt gezogen? Oder was? Ja, nur 2er bis jetzt gezogen. Echt? Okay. Ja, also, ich meine, guck mal, du hast komplett Europa am Anfang gekriegt. Ja, außer von 2 Ländern. Ich würde dir alles zutrauen in dem Spiel. Venezuela! Mit allem, was geht. 13. Boah! 1, 2. Das ist nicht so stark, Sebastian. Mord und Totschlag. Boah, Killer. Na, nimm mal 3 direkt weg. Nein. Nein, schieb den halt darüber. Nein, gib mir 2, ey. Das alles ungültig. Sehr viel Verwirrung hier. Ungültig! Ich würfel wieder mit 3. Ja, mach du mal 6. Ja, wenigstens 6. Oh ja, Gott. Einen kriegen wir aber mindestens weg. Ja. Ja, einen hat er.
Boah, nicht geil. Halte, Christian. Halte, Christian. Sei das Bollwerk. Warum denn? Darf noch mal mit drei Würfeln. Damit er nicht am Südamerika bekommt. Dann wächst mal ein bisschen auch Druck auf dich. Ja, aber dann kriegt der wird ja nur stärker, wenn er das Ding hält. Ja, wenn mega gut, wenn du stark hältst. Hier. Sechs. Boah, nicht mega stark, mehr. Aber stärker. Die Aussage ist korrekt. Ach komm! Jawoll, Junge! Ich raste ja, aus, ich bin gleich tot. Tot, Alter. Tot, noch Zeit. Tot, Schmutz, sag ich immer. Hey, hey, kannst du mit drei angreifen? Ja, mit zwei kann ich nur, ja. Du hast recht. Hätte ich gleich sagen müssen, dann zählt der höchste passen. Nicht. Oh, stimmt. Genau. Ah, fuck. Aber ich würfel eh wieder scheiße. Oh, oh ja, Alter. Mega scheiße hast du gewürfelt. Ja, leck mich am Arsch. Schlechteste Wurf, den es gibt. Nein, aber die sechs. Einen nach rechts flippen, ey. Ja, auf einer der sechs Seiten ist natürlich immer die sechs. Aber die war schon fast da. Ja, das hat Karma dafür, dass die Island nicht gehalten hat. Weißt du, die kennen das hier in Berlin nicht. Boris schreibt mich gerade an, so von wann ist mit Mittagessen? Boris, Mittagessen gibt es nicht, Junge. Boah. Ja, ich ziehe eine Karte, das war mega nicht so erfolgreich. Du hast Südamerika erobert, was laberst du denn? Ja, echt mal. Alter, ja, alles, wow, ich hab an den Grenzen 1 und 2, ey, und hab da war, zwei. War Typen schon kacke. Ich stimme dir dazu, selber aber versagt hast du einfach. Oh. So, Bram, wie sieht denn aus jetzt? Hier ja, kann man sich jetzt ein bisschen battlen oder was? Weil meine. Also, du kannst nicht einfach Rommel jetzt wegballern, das funktioniert nicht. Ich würde deine Karten benutzen, damit du überhaupt eine Chance hast. Nee, die Karten, die sind für den nächsten Zug. Ich brauche noch eine Karte und dann komme ich geschmeidig mit 13. Okay. 13 ist eine Unglückszahl, möchte ich nur mal kurz sagen. Nee, ist es nicht. Okay. So. Kurz den einen noch immer nach Zentralafrika. Ja, warum nur nicht? Ich darf die doch nicht stellen, wo ich möchte. Ja, ist doch schön da. Ja, ist auch cool da. Ja, da gibt es richtig geile Diamantminen und die Menschenrechte werden wenigstens geachtet. Ich war noch nie da in Zentralafrika. Menschenrechte, sag ich. Ja, Menschenrechte. Hallo, was blonde, du aber? Blauäugige haben ganz viele Rechte. Und das sind auch die einzigen, die verdient haben. So. Ich ganz viele. Was willst du jetzt machen hier? Also, was wir als allererstes mal probieren, ja? Wir greifen jetzt aus dem Ural und aus Sibirien China an. Ja, das finde ich auch eine sehr vernünftige Herangehensweise. Dann machen wir erstmal. Ihr habt alle den Auftrag, mich zu töten. Ich sehe schon. Oh, und Roll, Alter. Aber, Jawohl, eine schöne 1 und 5. 6. Ja, eine 6. schöne 6. Bam. Die Chinesen, die werden gezüchtet, dafür zu kämpfen. Ja, hat den Vorsitz ausrichten. Hat den Vorsitz Menschenrechtsdings hier nicht irgendwie Saudi-Arabien oder so? Erkenne ich nicht an. Ironisch oder sowas. So, dann greift aber Ostafrika jetzt Ägypten an, ja? Hier, Revolution. Okay, Ägypten, halt, oh, eine 4, ja. Komm, eine 4 kriegen wir gehalten, warte mal, 4 kriegen wir gehalten, komm schon, 4, 5, da war auch die 6 und er ist auf die 3 geflippt, der Würfel Alter, was sind die Ägypter denn für Affen, ey, die haben früher übrigens Bier aus dem Strohhalm getrunken, mit einem Strohhalm, die sind echt total strange drauf. So, wir greifen jetzt Nordafrika noch an, sehr gut und zwar gespielt. Aus Ägypten und Zentralamerika, Afrika. Ja. Mal gucken, ob wir das auch noch hinkriegen, eine 6. Eine geile 6, okay, und ich würfel eine geile 6. Alter, Rommel, ey, enttäuschend, wirst direkt erschossen. Ja. So hab ich das gehört. So, wir haben jetzt hier einen auf Unka Luka gemacht. Jedes Mal, wenn wir Risiko spielen, endet das gleich. Das stimmt gar nicht. So. Also. Oh, mein Apfel wird langsam braun. Das geht gar nicht. Das schmeckt ja auch nicht mehr, wenn er braun dahin. Ist. Ich krieg hier noch ein Kärtchen. Und. Ich finde das voll in seiner Rolle. Gott sei Dank. Christian darf. Holy shit. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viele Länder ich habe. 1, 2, 3, 4. Ich glaube 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. War doch noch 12. Ah, du kriegst auf jeden Fall 13. Du hast hier den vergessen. Ändert nix. Ja, du kriegst plus 1. Ja. Ja, aber ich wollte nur wissen, ob ich 12 habe. 1, 2, 3. Die Standard plus den einen. Plus die plus Australien. Australien. Ja, und ich würde mal 3 Sterne einlösen. Boah, jetzt geht's los. Jetzt soll ich hier 50 Sterne sammeln. Das war. Wo kommen die denn hin? Ist das jetzt ein Ablagestapel? Ja, ist ein Ablagestapel. Ich stecke aber mal hier. Das gibt dann 3 Sterne, gibt 4. Boah. Das ist schon truppentechnisch ein bisschen was. Tja. Mhm. Die kommen alle ins Nordwestterritorium. Ah, ja. Ja, jetzt doch lieber alle nach Ontario, dann kannst du dir komplett Amerika holen. Und irgendwie 2 noch ins Nordwest-Territorium.
Er kann sich doch auch. Achso, ne, stimmt. Klar. Du kannst sie ja nicht so gut mitziehen. Du kannst ja nur 3 maximal nehmen, weißt du? Was erzählst du dem denn sowas alles? Hör alle nach Ontario. Ontario ist überlaufen. Zu viele Menschen. Ja, alle nicht. Ja, Nordwest-Territorium muss ja auch noch irgendwie Alaska kriegen, aber einer reicht nicht. Ah ja, stimmt. Das klappt immer geil, ne? Ja, ich weißt du, was ich nehme? Einen, so ein 5er und 2 erstmal weg. 1. 2. 3. Ich habe irgendwie 4. eine zuhe Nase. Sagt man das bei euch auch? Ich glaube, das ist nicht 5. richtig deutsch. Ja, zuhe Nase. Zuhe Nase, das ist Niederrhein wieder. Verstopfte. Die Menschen vom Niederrhein, die können eh kein Deutsch. Außerdem machen wir keine Mittagspause, wie die komischen Berliner, die ganze Zeit nur frei haben. Ja, ohne Spaß, ey. Ich weiß gar nicht, ob die hier wirklich arbeiten. Ja, doch, von Beginnen Pause zu Pause. Mit 3 Leuten vom Nordwest-Territorium nach Alaska. Ja. Alter, mir wird hier was Tolles einfach an den Tisch gebracht. Dankeschön, Boris. Dildo. Die Mütze! Was? Die originale. Die originale Hitlermütze. Nee, danke. Ich habe gerade erst fett gefrühstückt. Jetzt ist der sauer, weil ich nicht mit Frühstück, Mittag. Könntet ihr später diskutieren, wenn es Sonne ist? Ja, sorry. Bram, du musst würfeln. Achso, du gabst Alaska an? Entschuldigung. Ja, yes, wir warten auf dich. Nicht auf Peter. Ach, ich wollte gerade sagen, ey. Bin nur hier lenkt auch mega ab. Ich hörte da so halb. Weil du dich nicht konzentrieren kannst. Ja, das ist doch der Grund, warum ich hier gerade verkacke. Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege. Ja. Nehmen wir Ontario-Oststaaten. Oh, meine Chance! Alter! Evolution! 4! Evolution. Ich finde ja, wenn man die Angriffswürfel umwirft, dann zählt das neue Ergebnis. Außer das ist ein schlechteres Ergebnis. Das ist Bullshit. Das ist die neue Risikoregel. Ist das deine Wässer? Dann versuchst du ja nur noch da drauf. 5. Nein! Schade, wenigstens einen weggemacht. Nur einen mehr geschafft als Bram. Ich glaube, muss man Nase putzen. Boah, da ist immer noch ein 5er, ey. Hitler ist Naseputz. Ab und zu muss ich Hitler auch mal einschnurzen. Ja, mit 3, sowohl aus den Oststaaten 2 als auch Ontario. Ach, weißt du was? Einfach 3 aus Ontario nach Ostkanada. Ja. Okay. Aber Ostkanada halten wir nicht. Ah, das fühlt sich gut. Aber die Kanadier sind rein, Bram. Ja, aber die sacken halt hart, weißt du? Eine 5. Eine 1. Das ist. Bram, das hast du schon mal besser hingekriegt. Ja, aber das ist halt Kanada, ja. Barney Stinson hat mir schon gesagt, dass Kanada sackt. Oh, Kanada. Oh. 1, 2. Bleiben hier. Und 3. Kann er jetzt noch Grönland angreifen, glaube ich nicht. Ja, oder? Kann er. Nein. 3. Auch gegen die Regeln. 2 aus Ostkanada greifen Grönland an. Ach, verdammt. Ja, warum geht die Regeln? Welche Regel? Grönland nicht anzugreifen. Ja, genau. Ja. Solange der mir gehört. Und 6. Oh, eine 6 auch noch. Ey, leck mich doch am Aschel. Jeder, jawohl! Boom! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Eskimos sind einfach krass. Das wusste ich schon. Die deutschen Eskimos. Ja, one-on-one, Peter. Also nee, du kannst immer noch mit 2 greifen aus Ontario auch. Ach ja, stimmt, man geht ja, stimmt. Dann 2, Peter. Kombi-Krieg. 4. Eine 4, komm, eine 4 ist machbar, oder? Ja. Wieder weggefickt. Bäm! Doch gar nicht. Kann die Eskimos eigentlich so Armbinden, Peter? Nein. Oder wie muss ich mir die vorstellen? Nicht. Die sind nicht rein. Okay. Einem, Peter. Aber die haben bestimmt auch blaue Augen und. Und helle Haare. Ja, 2, komm, das ist auch machbar. Ja, voll! Oh, Peter, ich bin so stolz. Ja, damit bin ich dann leider fertig. Bin so stolz auf dich. Dankeschön. So geil. Aber eine Karte, das ist trotzdem Gott, zu. Aber ich habe ja auch Argentinien, ist ja kein Wunder, dass ich Peter toll finde. Das stimmt. Also, Sepp, wenn bei mir alles den Bach runterläuft, ne, dann komme ich zu dir in Urlaub. Ja. Und tauche eine Runde unter. Mit meinen besten Männern. Wer sind deine besten Männer? Ja, da ist einerseits natürlich mein Architekt, der ist der Beste, weil der hat mir ein schönes Haus gebaut.
Bär und er ist eine Liebeskomödie zwischen uns beiden, die ich bei der Ufer habe drehen lassen. Bär und er? Speer und er. Ach so, Speer und er. So, was mache ich denn jetzt? Finde ich jetzt mal so richtig Einheiten. Hardcore, bin ich so. Ja, vielleicht hole ich mir aber auch mehr Einheiten, Bram. Darüber denke ich gerade nach. Ach so, ja, gut, ich könnte jetzt halt natürlich so richtig ausmerzend tätig werden. Ja, dann probier das. Kannst du Afrika holen? Übernimm dich. Auch bei Rommel war in Ägypten Schluss, ja. Die Deutschen sind doch mit ihren Panzern auch nach Afrika gefahren. Das war doch easy. Oh, was mach ich denn? Einmal über Mittelmeer drüber, dann leider abgesoffen. Kann ich Bram auslöschen in einem Zug, ist die große Frage. Nee, kann ich nicht. Du kannst, also kannst du das nicht, weil du ja maximal 3 Felder weit kommst. Ja, stimmt. Ja, das funktioniert ja alles gar nicht. Du hast recht. Warum geht das nicht? Weil ich ja, wie Bram gerade sagte, halt gar nicht so schnell mitkomme da hinterher. Du kannst ja die Einheit nicht mitziehen. Du kannst doch von 3 Seiten kannst du doch ziehen. Das stimmt doch, genau. Du kannst über Mittleren Osten. 1, du kannst halt hier 3 rein, ja, hier komm. 3 rein, da 3 rein. Da sind 9 Stück hier drin. Das wird ja wohl Die afrikanisches Volk lässt sich nicht unterdrücken von einem komischen Despoten, ja. Okay, dann hole ich mir erstmal 8 Einheiten. Wir haben Erdogan überlebt, ja, wir überleben auch Hitler. Jetzt stellst du doch 5 im Mittleren Osten. Ja, das kann ich ja nachher alles noch ziehen, wie ich will. Aber du kannst ja jetzt. Nee, aber jetzt nicht. Ja, ich will ja nicht ganz Afrika holen, ich will ihm nur ein bisschen in die Suppe schiffen. So, Mittlerer Osten greift Ostafrika an. Okay, dann willst du das wirklich tun? Ost. Willst du das wirklich machen? So ein Arschloch-Move willst du wirklich machen? Ja, das ist doch nur klug im Sinne des Spiels, oder nicht? Frauen und Kinder, okay, dann. Was ist das denn? Kip, das ist Kip. Nee, das ist 4. Nee, Moment. Ah, spielt keine Rolle, was das ist. Aber das ist eine 4, die 4 liegt bei 4. Aber so weit vorne. Ja, haben wir mal drüber, ist eine 4. Ja, ich weiß. Okay. Bringt das war mein Zug. Jetzt kann ich erstmal wieder alle Einheiten verteilen und meine Grenzen sichern. Echt, das sichern. Warte mal, wie viele hat der denn? 1, 2, 3, ich glaube, da muss ich leider aufteilen. Das sind 5. 7, 8, 9, 10, 11. Du musst Grönland verteidigen. Ich muss nicht Grönland verteidigen, ich muss Europa verteidigen. Das ist relevant. Ja, aber wenn du Grönland verteidigst, dann hast du Europa auch verteidigt. Einen darf ich noch. Boah, wir müssen aufpassen, Christian könnte in dem Zug ausmachen. Ja, deshalb, du musst Grönland verteidigen. Ja. Ja, du könntest halt Grönland, Mittlerer Osten, also hier, Venezuela, ja, hier irgendeins und ja, Südostafrika. Genau. Du hast sofort gewonnen. Ja, er braucht eigentlich nur. Oh, das ist aber wirklich machbar. Holy, das ist wirklich machbar. Das sind überall nur eine Einheit drin, Christian. Ich habe eben nicht mal geschafft, mit 8 Einheiten 3 Länder zu holen. Ja, wow, aber du kannst auch rein. Vorher sind aber noch 2 Leute dran. Aber du kannst auch rein theoretisch. Ne? Rein theoretisch kann ich auch einfach gleich die ganze Welt erobern. Nee, das geht nicht. Das ist rein rechnerisch nicht machbar. Auch nur Würfelglück. Ich habe jetzt meine Einheiten aber auch sowieso schon positioniert. Das heißt, ich ziehe jetzt noch eine Karte. Das ist okay. War nicht klug, bei mir reinzuvögeln. Aber bei Christian wird das. Ja, Christian wird. Ja, stimmt, du weißt, Christian wird das nicht machen. Der wird nicht dieses Risiko gehen. Okay, ich habe. Außerdem habe ich. Ich bin der gerade alle Leute davon abhält, ihre Kontinente zu haben. Christian von Nordamerika abgehalten. Ja, aber das Ziel ist nur 20 Einheiten. 20 Länder zu halten. Ja, ich weiß, aber dadurch schwäche ich ja trotzdem alle. Das stimmt. Nur an Sepp komme ich nicht dran und das kriegt ihr offenbar nicht hin, da den zu schwächen. Ich will, dass ihr alle geschwächt seid, außer mir. 2 Einheiten, das ist jetzt leider nicht so viel. Das kann ich nicht. Du kriegst ja 3 Standard. Ja, aber 2 mehr. Ja, guck mal, ist so voll geil, 2 mehr. Bricht sich auch noch über 2 mehr auf, ey. Nur am Meckern, der Junge. Nee, leider nicht, aber ich nehme mal. Nee, leider nicht nur am Meckern. Ich nehme mal. Boah. Was machen wir denn? Boah. Da auf jeden Fall noch einen. Wie viele Länder habt ihr denn so? Da und bei. Da. Peter 12, du hast 16. 8 oder so. Wie viel hast du? Ja, wenig. 8. Ich greife mit 3 aus der Mongolei Japan an, weil Japan einfach schön ist. 16 hat er, ey, das gibt's doch nicht. Bringt mir trotzdem irgendwie, ja. Japan mit einer 4, fuck. Japan aber hat gereicht. Ja. Japan ist erobert. Schwach, Atombombe, buff, weg. So. Willst du deinen Zug schon beenden? Oh, okay. Dann ist ready.
Okay. Oh Mann! Zieh deine Karte, dann ist ready. Boah. Der Peter macht gleich auch Ende, glaube ich. Wenn der Karten, seine vier Karten. Das geht ja gar nicht. Ich mach doch gleich Ende, hast du gesagt. Ja, das hat Bram gesagt. Also ich glaube, bei Peter ist die Chance höher. Du wirst es versuchen, aber bei Peter ist die Chance definitiv höher, weil er so viele fucking Einheiten schon hat. Also bei Christian sehe ich das halt immer noch, weißt du? Der hat halt viele Einer-Dinger. Ja, aber ich habe mir die Karte kurz angeguckt. Also. Der hat halt wirklich viele Einser-Gegner noch. Denke ich eigentlich so besser? Oder so? Das vorige. Ja. So? Das ist zumindest laut meiner Lautstärke, ja. Ja, ich müsste dich sonst jetzt neu pegeln. Das ist jetzt nicht der richtige Moment, Peter, das zu ändern. Ja, aber so saß ich die ganze Zeit. Ja, so ist ja. Okay. Ja, so ist ja okay. So habe ich dich jetzt auch eingestellt. Wolltet ihr ja nur wissen. Kann man nicht so. Okay, die drei nehme ich auf jeden Fall. Tja. Da komme ich überall nicht dran, wa? Wiederholt sich bestimmt gleich. Vier Karten hast du. Aber wenn er sich 21 Einheiten holt, dann ist RIP. Als wenn der viermal als wenn der viermal zwei Sterne hat. Dann er hat am Anfang auch halb Europa gekriegt, ey. Zu Recht, dann ist das nur Glück hier, ey. Ja, aber dann war so, das Zentralafrika, gab das mal Ostafrika an. Hey, willst du das wirklich tun? Ja, das will ich wirklich tun. Hat er schon getan, oder? Hab ich schon getan. Was du da jetzt gerade machst. Ja. Mit einer 6, ey. Aber knall ich weg mit einer 4. Schade. So. Bin fertig. Wohl. Ah, Mann. Also 3, 4, 6 Einheiten kriege ich, oder? Wahrscheinlich. So wie immer eigentlich, ne? Ich hab da noch, ne? 1, 2, 3. Ich hab dir nur ein Land weggenommen, glaube ich. Das war. 15, ja. Du. Peter, ich komme auch gar nicht mehr an Peter. Ja, mit Grönland konnte ich nicht gut heißen. Kacke. Warte mal, das sind 5, ne? Nehmen wir mal einfach mal den, lassen die da stehen. Die gehen alle nach. Da. Das ist smart. Grönland! Okay, meine Grönländer, ihr habt gut gekämpft, aber der Feind steht schon wieder vor unseren eisigen Toren. Ja, bla bla. Wir müssen verteidigen, bis der letzte Mann fällt. Aber er wird nicht in diesem Kampf fallen! Wird er schon. Nein. Ihr fucking Idioten. Wow. Das war schwach. Das war echt schwach. Muss man, kann man nicht anders sagen. Ja, da habe ich jetzt mit mehr, also, da habe ich jetzt echt mit mehr gerechnet, weißt du, einfach. Das war jetzt der Fünfer von denen, der hier, ne? Ja. Der mit den vier Ecken ist der Fünfer. Ist doch logisch. Ja, aber der hier liegt zum Beispiel auf dem Kopf. Ja, aber das ist ein Dreiecken-Ding. Das ist ein Einser. Die waren dann noch hier. Jo. Wer wohnt in der anderen? Das ist ganz tief im Meer. Harald Schmidt. Was? Richtig. Geil. Harald Schmidt und wie hieß der andere noch? Andreas? Nee, Thomas. Nee, wie hieß der denn nochmal? Thomas Schmidt. Thomas Gottschalk. Nein, der mit dem immer die Sendung gemacht hat. Harald Schmidt Andreas hat... Andreas, was meine ich? Andreas. Genau. Markus Lanz. So. Bin mir nicht mehr so sicher, worum geht's? Was mach ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich bin erstmal fertig. Muss ich noch Einheiten ziehen. Und eine Karte. Einheiten ziehen? Zieh ich gleich. Ja, verschieben. Ach so. Das ist nicht gut. Christian mit zwei Kontinenten, ey. Am einen, Sepp einer. Kann ich alles nicht gutheißen. Tja. Nur Russland ist noch umkämpft. Na, Russland ist nicht umkämpft. Asien meinst du? Asien, meine ich ja auch.
Okay. Ist Platz für die Torator. Dein Zug erfolgreich beendet. Ich habe meinen Zug beendet. Boah, wie viel kommen jetzt, ey? Jetzt kommt nicht. Wie viel hat der Peter? Eine Zweierkarte. Eine Zweierkarte. Eine Zweierkarte. Eine Einserkarte. LOL, hab verloren. Also 7. Also habe ich 17 Einheiten. Plus 8 sind 25 Einheiten. Ja, liebe Zuschauer, ne? Ich sag mal so, wenn man so viel Glück hat, wenn man sich dazu meine Karten anguckt, dann machst du nix, ne? Alter, Vater. Das Problem ist mit dem 3 nachziehen. Also deswegen. Musst du die halt einfach nur aufteilen auf viele verschiedene. Genau. Ja, genau. Kannst du auf fast jedes deiner Länder 3 Einheiten setzen, oder? Ja. Wie viel sind das? 17? Ja, 17 Stück. 20 insgesamt darf ich verteilen. Also du musst... Ach, ich will jetzt Peter nicht auch noch Tipps geben. Ja, alles klar. Ja, auf jeden Fall. So, ich habe eine Sexglocke immer noch. Ich mach mal mein Licht schon mal aus, ja, ich guck auch gerade so, ob man mir auf dem Schreibtisch zu mich rumspielen kann. Hier liegt noch ein Stativ, das sieht aus wie ein dreifacher Dildo. Dann 5er. Können wir nicht einfach sagen, im Schnitt... Peter, du würfelst einfach durchgehend und wir nehmen im Schnitt einfach eine 3. Da kannst du das eben machen. Und dann 5er. Okay. Ob das jetzt so klug war, Peter? Weiß ich auch nicht. Habe ich jetzt überall 5er? Nee, du hättest hier auf Mitteleuropa noch. Südeuropa hättest du auch noch welche, damit du mehr Leute mit nach Afrika nehmen kannst. Vorbei, ja, das stimmt. Vorbei. Da, wo du 5er draufstehen hast, das ist schon kritisch. Ja, das ist schon kritisch. Wie lange braucht der Peter noch? Ich glaube, ich brauche noch 9. Ich kann unmöglich. Du brauchst immer noch 9 Einheiten. Oh mein Gott. 9 Länder. Die Einheiten sind durch. Ich kann keine 9 Länder. 10 sogar. Ich dachte, ich hätte. Wollt ihr doch einfach Australien? 9, 10. Hast du noch was anderes außer Europa und die 3 Länder in Asien? Nee, dann muss ich sogar noch 10 Länder. Das schaffe ich halt nicht. Aber müssen wir ein bisschen aufmischen hier. Als allererstes greifen wir mal Grönland an. Ja, mach. Das wird jetzt schon mal ein langer Kampf. Wow. Wie viele Einheiten hast du denn jetzt da drin stehen? Oh, 3. Da Weltkrieg, bam, Junge, jetzt voll den Grund. 10 und 9 greifen an. Ich habe 4 plus 5, ich habe 9 drin, glaube ich. Ne, 10 habe ich drin. Wow, jeder okay, ein. Christian, deine Eskimos sind besser als die von Alter, da kommen 20 Einheiten an. 5 und 4. Verteidigen. Gut würfeln, du schaffst das. Würfelt Peter halt auch noch ganz gut. Stimmt leider. Jawoll, 2 weg von Christian. Aber dann ist halt auch die Moral, weißt du, wenn das Abbrecher würfelt auch ganz gut und so, zage ich auch keinen Bock. Grüßen ist auch kalt. Da wird sein Soldat auch die Flinte ins Korn werfen, wa? Ja. Oh. Okay, 5 und 1. Das ist natürlich jetzt bitter. Ein ist auf jeden Fall weg von mir. Aber auch noch einer zum Glück. Also zwei. Alter, Vater. Eine 3. Zack. Jawoll! So, jetzt finde noch 9. So, ich kann ja auch nur 3 rüberziehen. Ja, komm, hier, Nordwest-Territorium. Nein, das ergibt alles gar keinen Sinn. Doch, du kannst sagen, nur 2, weißt du, was machst du jetzt da 10 Länder? Jeder, jetzt reite mal durch Afrika nach Südamerika. Von Afrika nach Südamerika? Ja, Mann. Das geht, glaube ich, nicht so einfach. Ja, gesagt. Könnte, ich greife erstmal Nordafrika mit 3. Also Peter, ich bin ganz ehrlich, ja, wenn du klug spielst, würde ich sagen, kannst du diese Runde gewinnen. Wirklich? Ja. Also ich würde schon sagen, dass du gewinnen kannst. Es gibt viele Länder, wo nur 1 oder 2 Einheiten noch drinstehen. Ja, das haben wir mit Ausnahme von Ägypten. Verschoben, ne? Ja, doch, so wie die jetzt stehen. Zum Beispiel, also solche Kämpfe, ich finde so 2-1 kann man zumindest probieren und gewinnen, ja, und contesten. Ja, und nachher hast du, hast du Russland, Ural, Sibirien, ja, hier, die beiden. Dann hast du hier den Weg bis nach Australien und den Weg nach Afrika. Ja, wie soll das bis nach Australien funktionieren? Ich kann halt nach Südostasien können maximal 3 Einheiten rein. Das wäre dann 3 und 3. Ja, genau, es wären 3 und 3, was du aber nicht probieren musst, ja, bis nach Australien meine ich, also die ganzen Länder hier vor. Naja, also ich fange erstmal mit Afrika an. Ja, das ist schon mal schlecht. Das demotiviert dich doch, da wirst du dann nachher sagen, so, nein, weißt du, jetzt habe ich so viel verloren, jetzt ziehe ich nicht weiter durch. Nordafrika, so. Wow. Oh, 3. Bongo. Jawoll, Bram, erstmal richtig geil gewürfelt, finde ich stark. Da hat auch keinen Bock mehr, Ja, aber Nordafrika ist auch, muss auch sein, ist das heiß in Nordafrika, wa? Ja, ganz schön viel Sahara und so, da machst du nix, ja? Okay, greifen wir Ägypten an. Hat jetzt alles noch schlechter funktioniert, als ich das dachte.
Von wo denn? Eine 5 und eine 6. Okay, ja, dann ist ja da egal, Christian. Dann überlege ich mir dann, wenn ich gewinne. Ach, scheiße. Nee, du hast beide verloren. Sehr gut. Also 2. Dann hast du noch einen. Okay, Moment. Wie viele Länder brauchst du noch? 8. Okay. So. 5. Okay, komm. Einen machen wir kaputt, oder? Ja. Ach, yeah! Okay. Ja, Mittlerer Osten. Irgendwo wegnehmen. Südeuropa. Scheiß auf die Leute da. 5. Jawohl, weg den Dreck. Jetzt ziehen wir den nach. Ali, was war das? Generale Peter zieht hier von durch 2. Die Lande. Oh, 7 wir jetzt. 7 nur noch. Jungs, wir haben ein Problem. 7 nur noch. Greifen wir jetzt natürlich Ostafrika an. Ja, aber natürlich. Das halten wir. Warum sollte man auch Zentralafrika angreifen, wo nur einer drinsteht? 6 und 5. Alter, willst du mich verarschen? Ja. Jetzt muss ich kurz aufteilen. Einen ja. geilen Witz habe ich gemacht, wa? Hallo, willst du auch was erobern? 3. Die beiden habe ich dann immer schon noch 7, Peter. Kacke. Du hast 7 gewürfelt? Alter. 4 und 3. Oh, siehst du, da war wieder die 6 und die ist wieder auf die 3 gerutscht. Jawohl, beide. Doch, jedes Arsch. Mal der gleiche. 6 noch. Oh shit. Naja, macht er doch nicht aus, oder? Was passiert denn, wenn ein Spieler kaputt geht? Geht er überhaupt halt raus? Okay, dann reifen wir jetzt natürlich Zentralafrika an. Natürlich. Mit einer 6. Komm schon. Alle klar. Noch 5. Oh fuck. Ich hab mich verzählt, Peter. Ein Weib muss noch 7 machen. Haha, getrollt. Bram, du musst deine Einheiten motivieren. So geht das doch nicht. Rennt! Okay. Jungs, rennt! Dann reifen wir jetzt los, schwimmt! Südafrika! Schwimmt! Kann ich nur mit 3 angreifen. Ja, ja. 6. Ja, Quatsch, das war eine 4 oder so, oder? Ach, okay, Madagaskar ist aber eine Insel, da kommst du nicht drauf. Madagaskar kann ich jetzt nur noch mit 2 angreifen. Ja. Ja, pass auf, jetzt zeig ich dir. Boah, den musst du verteidigen, Bram, und dann kommst du wieder und dann gibst du ihm alles. 5. Auf so einer 2D-Karte fragt man. Boah, was? Bram. Oh. Okay. Südostasien hat Bram da einen. Aber Bram, hier würde ich mich fragen, wenn du von Südafrika aus sagst, rennt und schwimmt, ja? Und du würdest nach Süden schwimmen, kommst du dann auf der Karte am Südpol oder am Nordpol irgendwann aus? Am Nordpol, oder? Ja, ich würde sagen auch. Am Nordpol. Du hast 17, Peter. Das ist total seltsam. Ja. Peter, Südostasien. Dann ist jetzt wirklich China. Hier, weißt du, Peter, Südostasien, China Sibirien. Und dann Ural oder Peter, so. Ja, fertig. Ja, ich greife Südostasien mit 3 an. So, Bram, das ist deine letzte Bastion, oder? Das ist meine letzte Bastion, ja. Ihr habt mir nichts gemacht in dem Spiel. Eine 4. Ich bin der Einzige, der verteidigt. Alter. Jawohl. Du verteidigst gar nicht. Du jetzt gibst einfach auf und schmeißt deine Waffe. Ich hab weg. Europa in der ersten Runde auch verteidigt. Ja. Der ersten Runde. Weißt du noch, damals hat Bram der Rest ist Snowball so. Gewesen von Peter. Bram ja. hat Großbritannien gefarmt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, greifen wir China an. Ja, das muss mal jemand anders machen. Ja, zeig mir doch mal, Sepp, wie geil du bist. Das finde ich jetzt aber nicht gut, Peter. 6. Mach eine 5. Die Chinesen, die machen das jetzt nicht. Nice, Sepp. Da ist er auch richtig was gerissen. Wie kann man eigentlich. Ja, ich hab ein Land jetzt verteidigt, du 8 nicht. Weiß ich, der kürzeste. Gegen 25 Einheiten, du Bongo, ey. Du hast immer 3 Würfel als Gegner, du Bongo. Wenn davon nächstes Mal einen weggemacht hättest hier. Ja. Der kürzeste Krieg aller Zeiten ist, wenn Südostasien in China einfällt. Natürlich. Das hat ja nichts mit der Realität zu tun, ja. Okay, was? Dann greife ich Ural. Wie viele Länder hast du denn jetzt? Weiß ich nicht. Ihm fehlt, glaube ich, 1 oder 2. Weiß ich nicht. Dann zähl doch mal. Letztes. Dann nimm doch erst 6 und 2. Verteidigen! 6 ja. und 5. Das ist bitter. Nice! Das ist echt bitter, Peter. Also, da würde ich mich jetzt auch ganz schön ärgern. Normal. Oh ja, das hat 19 hat er. Ja, das ist das letzte Land. Boah, soll ich jetzt einfach mal die Würfel vom Tisch schmeißen? Richtig rück. 5 und 4. Nein, mach ich jetzt hier. Nein. 6 und 1. Er hat da noch 6 Einheiten. Ich habe halt keine Entwicklungshilfe bekommen. Warte mal auf. 8 hat er. Oh Gott, Peter gezählt. 5. Das war's. Wirklich? Ja. Ja, weil Bram wieder nicht verteidigt hat. Verzählt hat.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ural, 18, Peter. 19, 20. Oh. Echt? Jetzt hat Peter. Ja, easy game. Aber Christian, ganz ehrlich, ich glaube, das hättest du eine Runde vorher auch geschafft. Das glaube ich nicht. Ich hab letzte Runde habe ich mit, keine Ahnung, 8 Einheiten nicht Christian geschafft, viele verloren einzunehmen. Ja, das stimmt. Aber der Christian hätte auch die Einser hier auch ja gehabt. Und wenn ich die noch weiter verteilt hätte, dann hätte ich ja noch mehr. Also, dann wären die alle gestorben. Dann hätte ich ja noch Länder verloren fast. Egal. Mich gibt es noch, ja? Ihr habt mich nicht ausgerottet. Ein kleines Dorf in Sibirien. Ja, Warum gehen wir wieder Holz hacken, damit heute Abend was zu essen gibt? Kann ich ist, diese Runde noch beenden? Ist das nicht erst am Ende einer Runde, wo dann ja, der Sieg aber du zählt? Verlierst ja jetzt aber, nichts, ne? Ja, aber ich könnte halt Bram noch töten, bevor das Spiel das beendet. Stimmt. Das Nein, das machen wir aber nicht. Ich bin auch kein asoziales Stück. Nein, du bist Hitler. Was ja, stimmt. Denn? Eigentlich bin ich ein ziemlich asoziales Stück. Ja, stimmt. Okay. Der Spieler, der am Ende seines Zuges die verlangte Anzahl an Zielgebieten kontrolliert hat, gewonnen. Ja, Peter verschiebt noch ein paar Einheiten. Ah, das Land klar, ja. Ich habe ja auch mit 3 hier Ural angegriffen, natürlich. Ja, dann greife ich nochmal mit 3 Sibirien an. Das ist ja wohl logisch jetzt hier. Ja, Bram, 5? Ja, voll geil. Komm, also. Na, ciao, Bram. Das ja, das war's. Ja. Dann disconnecte ich jetzt auch wieder nicht mehr dabei, wa? Ja, ist ja jetzt eh vorbei. Also mein Zug ist beendet. Ja, ich ziehe eine Karte. Oh, guck mal, wo der Waffenstillstand ist. Ja, der kommt noch nicht. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo das ist. Nein, der darf erst gegen Ende kommen. Also irgendwann. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist denn gegen Ende? Ja, irgendwann weiter unten auf dem Stapel ist der Einsatz. Wie oft Peter die plus 2 gezogen hat, das ist unglaublich. Guck mal, wie viele Einser da sind. Ich hätte jetzt wieder eine plus 2 gezogen. Alter, das gibt's doch nicht. Ja. Das Spiel. Ich habe eine plus 2 habe ich gezogen. Ich habe auch eine plus 2. Fortuna ist halt auf Adis Seite. Was willst du machen? Alter, ja, da machst du nix. So. Ausnahmsweise, ja. Zumindest eine Fiktion. Wir bedanken uns auf jeden Fall. Das war Risiko. Der neue Weltherrscher. Gefällt mir nicht. Ich glaube, ich habe noch nie Rolle. Risiko in etwas über einer Stunde beendet. Nee, ich auch nicht. Und cool. Ja, haut rein. Tschüss. Tschüss. Ciao.